Hallo meine Lieben, ich darf euch ganz, hallo meine Lieben, ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen zu unserem Bildungswerk Live heute mit Balancepad und manchmal mit Theraband. Brauchen wir im Moment noch nicht. Mein Name ist Andrea Kestel. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Ideen, ein paar Inspirationen geben, was man mit dem Balancepad alles machen kann. Vorab würde ich sagen, auf keinen Fall mit Schuhen arbeiten, entweder barfuß oder mit Rutschsocken wäre am besten. Okay, lass uns beginnen. Zunächst einmal ein bisschen aufwärmen der einzelnen Muskulatur. Das heißt, wir setzen jetzt einfach im Wechsel die Zehe aufs Pad, ganz entspannt, rechts, links. Kippen einfach aufs Pad mit den Zehen. Noch 4, 3, 2. Und das letzte Mal rechts, links. Als nächstes werden wir ein, aus, eindrehen und ab. Also ein, aus, ein und ab. Nochmal ein, aus, ein. Ein bisschen Beweglichkeit in der Hüfte. Ein, aus, ein, weg. Ein, aus, ein. Gerne die Hüfte mitnehmen, soweit es geht. Hopp, hopp. Die letzten 4. Noch 3. Noch 2. Und das letzte Mal. Ein, aus, ein und weg. Ein, aus, ein und weg. Okay, wir lockern ein bisschen aus. Marschieren vom Pad. Wir werden 4 vom Pad. 4 auf dem Pad und 4 übers Pad streiten. Also 1, 2, 3, 4 aufs Pad. 2, 3, 4 übers Pad. 2, 3, rück und rück. Ihr achtet darauf, dass ihr immer schön die Füße hebt, damit das Pad nicht wegrutscht. Aufs Pad, übers Pad. Auf und über. Nochmal. 1, 2, 3, 4. 4 und auf Pad. Und zurück. Und auf. Zurück. Auf. Zurück. Zweimal noch. Auf, 2, 3, 4. Drüber. Auf. Wir reduzieren auf 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Also einfach. Übers Pad drüber laufen, dass ich einfach so ein bisschen Kontakt bekomme, auch mit dieser instabilen Unterlage. Hopp und drüber und drauf. Drüber, noch 4. Noch 3. Noch 2. Und das letzte Mal drauf, drüber, drauf. Und runter. Okay, als nächstes werde ich aufs Pad aufsteigen, tief gehen und absteigen. Das Tiefgehen sieht folgendermaßen aus. Aufsteigen, tief, ab. Auf, tief, ab. Hoch. Nehmen die Daumen nach hinten. Zieh die Arme so weit zurück, wie ihr könnt. Aufsteigen, tief. Aufsteigen, aufsteigen, tief, und auf, tief, und auf. Ihr könnt es je nach Knieproblemen, beziehungsweise keine Knieprobleme, schön tief machen oder für Problemleute einfach nur hier belassen. Hoch, tief, und auf. Noch 8, und auf. 7. Und 6. Und 5. Und 4. Und 3. Und 2. Und beim letzten Mal bleiben wir hier. Ich versuche mit meinen Armen, mich wie so eine Schere auf und ab zu bewegen. Mach den Bauch fest. Zieh die Arme so weit nach hinten, wie es euch möglich ist. Hopp. 4 noch. 3 noch.
zwei noch. Kommt nach oben. Steigt wieder ab. Machen wir noch einmal. Hoch, hoch, tief. Und hoch, tief. Und hopp. Mach den Rücken lang. Lass die Schultern aber tief. Die letzten vier. Drei. Zwei. Und das letzte Mal. Bleib wieder hier. Erstmal wieder ausrichten. Bauch ist fest. Arme so weit zurück, wie es geht. Und wieder unsere Scherbewegung. Hopp. Hopp. Genau. Vier noch. Drei noch. Zwei. Und wir nehmen die Hände auf die Oberschenkel. Machen den Rücken so rund wie möglich. Richtig rund. Machen ihn wieder gerade oder hängen so ein bisschen durch. Nochmal. Ausatmen. Bauchnabel nach innen, runder Rücken. Einatmen, gerade oder durchhängen. Letztes Mal. Ausatmen. Bauchnabel nach innen, aufrichten. Und absteigen. Okay. Klaus lockern. Nächste Übung. Wir gehen im rechten Bein aufs Pad, ziehen das linke paar Mal nach, steigen wieder ab. Ich zeige es euch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Linkes Bein. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht. Rechtes Bein. Eins, zwei, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8. Unsere Arme, Sprinterarme, arbeiten nach vorne. Noch einmal so langsam. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 5, 6, nochmal. Und 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Wenn das jetzt gut klappt, würde ich es ein bisschen schneller machen. Also ich sitze rechts auf, links geht's hoch. Und 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Letztes Mal, beide Seiten. 1, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder ein bisschen auslockern. Sehr gut. Die Schulterblätter ein bisschen aufgewärmt. Wir brauchen unser Theraband dazu. Folgende Übung. Erst nochmal Handhabung des Therabandes. Ich lege das Band über beide Daumen. Ja? Kipp meine Hände nach innen. So kann ich hier arbeiten. Wenn ich jetzt die Schulter nicht aufrotiert, sondern nach innen gedreht haben will, drehe ich die Arme nochmal nach innen. Also nochmal. Finger nach oben, Daumen nach vorne. Innenrotation kann ich hier arbeiten. Jetzt nochmal Außenrotation der Hände. Kann ich ein bisschen weitermachen. Handfläche zeigt nach oben. Arbeite ich hier. Brauche ich für meine nächste Übung. Also ich habe die nochmal Theraband, Daumen nach vorne, Finger nach oben, Innenrotation, außen, Finger nach, oder Entschuldigung, Handfläche zeigt nach vorne. Wir machen Folgendes. Wir gehen vier vom Pad und vier auf dem Pad. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, nochmal. Und eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Hinterm Pad. Wir üben die Übung hinterm Pad. Was mache ich? Ich gehe. Eins, zwei, drei, vier. Nochmal. Eins, zwei, drei, gleiches Bein. Vier. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Und abstellen. Machen wir auf dem Pad. Vier. March vom Pad, vier auf dem Pad. Also, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Was mache ich? Eins,
zwei, drei, rechtes Bein. Nochmal. Eins, zwei, drei, rechtes Bein. Und eins, zwei, drei. Das letzte Mal rechtes Bein. Eins, zwei, drei. Und ein bisschen länger halten. Tiefe Schultern, Bauch fest, auf irgendwas konzentrieren, das sich nicht bewegt. Stellen wieder ab, steigen ab. Gleiches, heben vom linken Bein. Vier March davor, vier drauf und dann wieder linkes Bein. Eins, zwei, drei, vier. Drei, vier, Achtung. Eins, zwei, drei, linkes Bein. Und eins, zwei, drei, linkes Bein. Und eins, zwei, drei, linkes Bein. Zweimal noch. Eins, zwei, drei, linkes Bein. Letztes Mal. Eins, zwei, drei. Bleib hier. Tiefe Schultern, Handgelenke, immer eine Verlängerung des Unterarms. Drei, zwei, eins. Abstellen, absteigen. Auslockern, sehr gut. Wir haben das Theraband in der Hand. Sag nochmal, Finger nach oben, Daumen nach vorne. Eindrehen nach innen. Ich kann hier jetzt öffnen, sodass ich eine Außenrotation der Schulter habe. Was ist wieder wichtig? Ich öffne mich hier. Und dann komme ich meinetwegen gern zurück und öffne mich wieder. Was mache ich für eine Bewegung? Ich mache einen Mambo aufs Pad, rechtes Bein. Also, Mambo, vor und rück, vor und rück, vor und rück. Die letzten vier, drei, zwei, Achtung, wir bleiben auf dem Pad. Vergrößern den Abstand vom Bein hinten. Arme sind in 90 Grad Winkel nach vorne. Ich gehe als erstes mal nur tief und hoch. Tief und hoch. Wenn ich tief gehe, öffne ich meine Arme, komme ich hoch, ziehe ich die Ellenbogen zurück. Weit öffnen, ziehe nach hinten. Öffne, ziehe nach hinten. Die letzten vier. Und drei und zwei. Letztes Mal. Bleib hier. Bleib hier. Jetzt belasse dein vorderes Bein auf dem Pad. Heb das hintere an und öffne zur Standwaage. Arme sind weit gespreizt. Drei, zwei, eins. Absteigen. Links marschieren. Links. Links. Mambo aufs Pad, linkes Bein. Und Mambo. Noch vier. Drei. Zwei. Achtung, wir bleiben. Vergrößert ein bisschen deinen Schritt. Oberkörper ist aufgerichtet. 90 Grad. Armbeugen. Wir gehen wieder tief und hoch. Zieh zurück. Achte darauf, dass das vordere Knie nicht über die Zehenspitze kommt. Und tief und hoch. Tief und hoch. Die letzten vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Bleib hier. Belaste dein vorderes Bein, heb das hintere ab und bleib in der Standwaage. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und absenken. Und wieder ein bisschen auslocken. Gut, lass das Band einfach mal fallen. Wir mobilisieren noch ein bisschen. Und zwar gehen wir wieder mit der Zehe aufs Pad, wie von Anfang an. Vier noch. Drei. Zwei. Und wir drehen wieder ein und aus. Also ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein. Nehmt eure Hüfte gerne mit. Hopp. Hopp.
Die letzten vier. Drei. Zwei. Und das letzte Mal. Sehr gut. Okay. Nächste Übung. Wir knien auf dem Bett. Auch hier kann ich ein paar Gleichgewichtsübungen machen, indem ich entweder die Zehe auf dem Boden lasse oder abhebe. Das heißt, wir gehen jetzt gleich mal in die Übung rein. Wir gehen in Vierfüßlerstand. Was ist wieder wichtig beim Vierfüßler? Gelenke untereinander. Bauchnabel zieht nach innen, der Rücken ist gerade. Linke Zehe bleibt abgestellt, rechtes Bein geht nach hinten. Übung kennt ihr ganz problemlos. Drück raus, hol ran, mach mich rund. Schieb raus, mach dich rund. Wirklich die Länge spüren von der Wirbelsäule und dann auch die Rundung der Wirbelsäule. Die letzten drei. Zwei. Und das letzte Mal. Ha? Lasst das Bein hinten. Hebt es eure linke Zehe ab. Gleiche Bewegung. Rund und Strecke. Ihr merkt, es wird ein bisschen instabiler, aber noch ist es gut zu handeln. Und weg. Ran und weg. Zweimal noch. Ran und weg. Letztes Mal. Ran und weg. Halten. Länge in die Wirbelsäule kriegen. Länge im Bein. Anknien im Po auf die Fersen. Lange Arme. Und komm wieder zurück in den Vierfüßler. Kleine Erschwernis. Gerader Rücken. Denkt dran. Linke Zehe ist aufgestellt. Rechtes Bein gedrückt. Linker Arm geht vor. Gleiche Übung. Ellenbogen, Knie rund, streck und streck und streck. Die letzten drei, zwei und letztes Mal. Rund und streck. Jetzt wird es schwieriger. Hebt eure linke Zehe ab. Ihr merkt schon, oh oh. Ellenbogen, Knie, streck. Ellenbogen, Knie. Streck, mach langsam. Versuch, das Gleichgewicht einigermaßen zu halten. Drei noch. Zwei. Und letztes Mal. Hopp. Und streck. Zieh den Arm lang das Bein zurück. Halten. Drei, zwei, eins. Knie an. Po auf die Ferse. Mach dich wieder lang. Und kommen die Vierfüßler zurück. Halte das Theraband in deiner linken Hand fest. Die rechte Hand hält das Band ebenso, weil, ich zeige auch warum, wir ziehen es nach außen. Ja? Zunächst bleibe ich im Vierfüßler, Zehen sind aufgestellt, ihr wisst, körpergerechte Haltung. Linke Hand hält das Band und ich ziehe mit der rechten Hand nach außen und wieder ran. Nach außen, ran. Wenn es lang nicht reif ist, kürzer, merke ich dann gleich, weg und ran. Die letzten drei, zwei, letztes Mal, weg und ran. Beide Hände wieder aufstellen. Linkes Bein nach hinten, linke Hand hält das Band. Rechte Zehe steht auf. Rechte Hand zieht und weg. Zieht und weg. Vier, drei, zwei. Und beim letzten halten. Lass auch zu. Und jetzt hebe deine rechte Zehe ab. Und bleib einfach. Bleib. Nicht so einfach. Vier, drei, zwei, eins. Anknien. Po nach hinten, lange Arme, entspann und dehn dich. Kommen wir zurück in den Vierfüßler. Schulter nach hinten, Bauch fest. Haben wir eben das rechte Bein gehabt, jetzt nehmen wir das linke Bein. Streck, beug. Streck, beug.
Streck, beug. Noch drei. Zwei. Letztes Mal, bleib gestreckt. Heb deine rechte Zehe ab. Gleiches Spiel. Und streck. Und wirklich in die Wirbelsäule strecken. Zwei noch. Und das letzte Mal. Hopp, streck. Leg die Zehe wieder ab vom rechten Bein. Rechte Arm nach vorne. Ellenbogen, Knie. Streck. Ellenbogen, Knie. Streck. Zweimal noch. Hopp. Letztes Mal. Jetzt wird es wieder schwieriger. Rechte Zehe abheben. Und dran. Streck. Beug. Streck. Zweimal noch. Komm. Beug. Streck. Letztes Mal. Beug. Streck halten. Zieh dich lang. Drei, zwei, eins. Knie ab. Puppe ist noch hin. Arme lang. Komm wieder nach vorne. Vier Füße. Halte mit der rechten Hand das Theraband. Linke Hand ist wieder da, um dynamisch nach außen zu ziehen. Beide Zehen stehen auf. Rücken ist gerade, Bauch ist fest. Ich ziehe mit der linken Hand nach außen. Zieh und dran. Zieh und dran. Noch drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib hier. Einfach nur halten. Drei, zwei, eins. Abstellen. Zieh das rechte Bein nach hinten. Die linke Zehe bleibt. Sonst wird es zu schwierig. Linke Hand. Zieh. Und zieh. Und hopp. Genau. Die letzten drei. Zwei. Und wir halten jetzt wieder. Um den linken Zeh abzuheben. Einfach nur statische Kräftigung. Vier, drei, zwei und anknien. Setzt euch mit dem Po auf die Ferse. Macht die Arme lang, so lang ihr könnt. Nehmt den rechten Arm ein Stück nach rechts. Der Körper folgt und der rechte Arm legt sich neben den Körper. Und ihr bleibt hier. Kommt wieder zurück zur Mitte. Der rechte Arm geht nach rechts, der Körper folgt, der Arm folgt. Und wir kommen wieder zur Mitte. Kommen in den Vierfüßler. Denk wieder an die korrekte Haltung, Schulter nach hinten, Bauch nach innen. Und jetzt die atmen wir ein. Atmen aus. Bauchnabel zieht nach innen. Ihr macht euch so rund, wie ihr könnt. Der untere Rücken richtig rund machen. Oberer Rücken rund, Schulter tief. Und ihr schiebt jetzt euren Po so weit Richtung Ferse, bis ihr eine intensive Dehnung merkt. Und dort haltet ihr bitte an. Wir kommen wieder zurück, heben unsere Füße an, schauen wechselseitig über die rechte bzw. linke Schulter zu unseren Füßen. Und das letzte Mal rechts, links. Okay. Und ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen. Vielleicht habt ihr ein paar neue Impulse bekommen. Immer wieder neue Ideen für eure Übungsstunden oder für euch privat zu Hause. Ich wünsche eine schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Bis irgendwann. Tschüss.